So, hallo und herzlich willkommen zurück zu, Eternus Sonata. Ich habe jetzt ein bisschen gelevelt. Wir sind jetzt beide auf Level 6. Und wir haben bei ihm... können wir nicht wechseln. Den Himmelsteiler gelernt. Werde ich euch gleich in irgendeinem Kampf auf jeden Fall demonstrieren. Und er hat, anstatt die lebhafte Aufnahme, die halt, Fotos macht... den Feuerstoß gelernt, der eigentlich genau das gleiche ist wie der Schnellschuss, wenn man das so sieht, ne? Es ist halt, das eine ist im Hellen, das andere ist im Dunkeln, sieht auch genau gleich aus. Nun denn, ich habe jetzt die ganze Zeit hier gelevelt, und wir wollen jetzt erstmal hier vorne weitergehen und gucken, warum es hier Abzweigungen gibt. Ich bin neugierig. So, hier rüber, ist hier was? Nee, hier ist gar nichts. Und hier springt uns die Ratte an. Und ich habe rausgefunden, man kann jetzt hier, ne, wechseln. Und dann wollen wir gleich mal den Himmelsteiler einsetzen. Wir machen auf jeden Fall jetzt ordentlich Damage. Na toll, jetzt hat die dumme Ratte geblockt. Ich glaube das alles nicht. Ja, und dann machst du das nochmal. Und auch hier. Lass mich jetzt erlaufen. Wenn man einfach die ganze Zeit B durchspammt, dann klappt das größtenteils mit dem Blocken. Habe ich schon festgestellt. Größtenteils, aber nicht immer. Gut, dann machst du einmal den Himmelsteiler. Und dann läufst du einmal in den Schatten. Und machst Phantom Wave. Weil das ist eine Fernattacke. Das ist ein dummes Plätzchen. Ach, wunderbar. Ist natürlich toll, dass ich die ganze Zeit die Kämpfe ohne Schaden überstehe und Gels auf einmal die Schaden. Hm, das ist so ein typischer Vorführeffekt. Und so eine Ratte habe ich noch nie gesehen. Ob wir uns wohl für die Belohnung holen können. Dieser Steckbrief sieht ziemlich alt aus. Naja, ich gehe mal davon aus, dass das der Boss ist hier. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich kaum noch erinnern. Kämpfe mal gegen dich. Alright, let's go! Wobei ich noch in Überlegung bin, ob es nicht vielleicht klüger ist, wenn ich den anderen einfach behalte. Und jetzt schießen wir die einfach runter. Und nochmal. Also es fehlt nicht mehr viel, bis wir die Viecher one-hitten. Aber jetzt auf noch ein Level-Up hatte ich keine Lust, besonders weil ich das ja mit euch eh wahrscheinlich jetzt hier zusammen machen kann. So, schön. Von hinten wäre natürlich besser gewesen. Naja, egal. So, von der Seite. Sky Divider! Sky Divider! Have a nice nap! Schön. Auch wenn Beat fast tot ist, aber wir kriegen unglaublich viel Heilung dabei. Also in jedem zweiten Kampf haben wir bestimmt hier so ein Heilplätzchen dabei. Jetzt haben wir hier noch eine Kiste. Pfirsichplätzchen erhalten. Ja, was haben wir hier noch? Sagt da nichts zu. Schade. Sagt er da noch was zu? Nee, das ist wieder die Ratte. Schade. Gut, dann... Hier war ja nichts, ne? Ja, hier war nichts. Dann müssen wir wohl doch darüber. Gut, dann waren wir hier schon mal richtig. Hier runter ist eine Ratte. Ansonsten keine Ahnung was. Aber mir macht das so Spaß, diese Ratten von hinten anzugreifen. Das könnte ich gar nicht vorstellen. Und da die auch noch Licht am Schwanz haben, haben wir noch den Vorteil, dass wir immer unseren Himmelsschuss da einsetzen können. Das war jetzt unerwartet. Sky Divider! Have a nice nap! No problem! Noch ein Plätzchen erhalten. Eigentlich könnten wir dann noch glatt mal eins einwerfen. Obwohl, nee, lohnt sich noch nicht. Da muss Speed noch mal Schaden kriegen. Gut, hier war jetzt nichts. Das hat sich nicht gelohnt. Dann müssen wir doch hier rüber. Hey, I guess I'll do it. Sky Divider! Sky Divider! Have a nice nap! So. Machen wir die kalt. Weil uns ja eh die andere angreifen sollen.
da so ein Ding einsetzen können. So. Ah, nicht. Ja, wenn man einfach die ganze Zeit B spammt, dann funktioniert das auch. Sky to fire! Not much to you, huh? Hier war eine Kiste, die habe ich geholt. Da war irgendwie so ein Dorn drin. Da kommen wir nicht rüber. Aber ich finde das so schäbig, dass ich die Kamera nicht drehen kann. Das ist so ungewohnt. Oh, das war falsch. Jetzt müssen wir da nochmal kämpfen. Das tut mir leid. Ich habe vergessen. Ich gehe nach vorne weiter. Gut. Sky to fire! Sky to fire! Have a nice nap! Sky to fighter! Mist, das wollte ich gar nicht. Sky to fighter! Have a nice nap! Wir kommen jetzt auf jeden Fall öfters dran. Was auch schön wäre, wenn wir mit dem Level-Up auch wieder Leben vollkriegen würden. Ich meine, das ist auch in der normalen Variante. Ah, hier ist ein Schalter. Drücken wir nochmal drauf. Ja, sehr schön. Genau das wollte ich erreichen damit. Better back off. Laufen wir mal zu der Ratte. Sky to fighter! Sky to fighter! Have a nice nap. Sehr schön. Schade, dass wir Volker nicht dabei haben, weil die könnte uns glatt heilen, aber naja. Und nochmal. Fast. Jetzt laufen wir hier runter und dann... Und diese Kampfmusik ist so unglaublich gut. Das ist der Wahnsinn. So, und jetzt mal so eine kleine Zwischenfrage. Wie gefällt euch das denn so bisher? Mit dem Kampfsystem und all das? Ja, 14 Viersichtsplätzchen. Uns kann eigentlich nicht viel passieren. Da können wir eigentlich auch noch welche in die Ausrüstung packen. So. Damit wir uns heilen können. Und wo kommen wir jetzt hin? Noch ein 40 Plätzchen. Aber wo geht's denn jetzt lang? Rüber? Okay. Okay, hier ist zu. Gut. Dann geht's jetzt wohl da weiter. Auch wenn ich jetzt schon wieder chronischerweise die Orientierung verloren habe. So, how about we go around? So, fangen wir wieder hier an. Sky to fire! Sky to fire! Have a nice nap! Oh, ich will eigentlich am liebsten während des Kämpfen gar nichts sagen, weil mich die Musik einfach so begeistert. Ich habe das auch Ewigkeiten als Klingelton. So, dann kommen wir mal hier runter. Da musst du hin. That's a way! I really wanted a challenge. Ja, ist das ein kompliziertes Rätsel? Ich komme nicht weiter. Ist das hier ein unsichtbarer Regenbogen? Achso. Okay, wir können nicht über Regenbögen laufen. Das ist schon mal... Ach, hier geht's raus. Ha! Okay, manchmal bin ich echt doof. So, hier können wir auch nicht zurück. Und hier speichern wir kurz. Bis gleich. So, und weiter geht's. Hier jetzt unter dem Wasserfall her. Oder was das da ist. Und, Alter, Be careful, Beat. They're after the bread. We've got people waiting for this, and we don't have enough to give any of it to you. Come on, let's fight! Und jetzt haben wir unseren ersten Bosskampf. Ist das nicht großartig? Ich würde sagen, wir laufen jetzt als erstes mal hier hin. Sky to fire! Sky to fire! Have a nice nap! Oh, nochmal. Oh, es ist trotzdem tot. Oh Gott, macht er Schaden. Sky to fighter! Phantom Wave! Sky to fighter! Have a nice nap! Ihm bleiben wir immer schön auf Distanz. Oh!
Das ist gar nicht mal so gut. Sky to fire! Warte mal, RB. Hier sich Plätzchen. Oh, ups. Können wir uns auch aussuchen, ob wir das einsetzen? Ach nee, das macht er automatisch auf den richtigen hier. Das ist schön. Dann machen wir mal den Schuss. Und nochmal. Okay, er kann nicht blocken. Sky to fire! Sky to fire! Sky to fire! Sky to fire! Okay. Have a nice nap. Das war einiges an Damage. Das ist auch. Du setzt nochmal so ein Plätzchen ein. Sky to fire! Sky to fire! Have a nice nap! Und langsam wird er schwach aufgerutscht. Und wenn ich das jetzt dreimal mache, müsste er eigentlich hin sein. Ich meine, er lässt immerhin schon den Kopf weg. Das ist auf jeden Fall unblockbar. Ja. Sky to fire! Und dann haben wir ihn besiegt. Unseren ersten Boss. Und wir haben einen Rattenschwanz und einen Säbel. Aber wir haben einen Rattenschwanz und ein Level Up. Ist doch großartig. Ich fühle mich so mächtig mit Level 7. Ich bin echt froh, dass ich gelevelt habe, wenn ich ehrlich bin. Schade. Beide nichts gelernt. Schade, schade, schade. Thank you so much. You bet. Don't eat it all at once. Hey, Riddle, why is bread so expensive anyway? If it was a little cheaper, we wouldn't have to steal it for people. Do you think the baker lady is just being greedy? Well, you know, Beet, it's not actually the baker lady's fault. Huh? What do you mean? The reason the bread is so expensive is the high taxes on it. It's not just bread, either. In Retardando, just about everything you need for everyday life has high taxes on it. That's why there's a lot of kids out there who can't get a decent meal to eat these days. And that's why they need us to help them, right? Yeah. The only thing that's not taxed is mineral powder. Oh, I see. So that's why anybody can get it. Because it's so cheap. I guess the Contaforte isn't really that bad after all. I mean, at least it keeps the tax on medicine cheap. Besides, you and I have the bread problem pretty much taken care of. Hey, don't get cocky. Be careful what you say, Beet. Come on, let's hurry up and drop off the rest. Then it's time for us to eat. Polka, dear, what's wrong? You've been sitting in your room all day. Oh, what am I going to do with you? I guess what happened is still bothering her. Poor thing. I should just stop her from going to Retardando. Whenever she goes there, she ends up getting hurt. Polka, help me pick some flowers later, okay? Did you notice that magician girl from yesterday wasn't around today? Yeah, you're right.
guess I should have taken a picture of her. Are you still messing around with that stuff? You need to look at things with your own two eyes. You'd see things a whole lot clearer if you didn't look at them through bent glass. That's not what photography is about at all, Reto. And another thing, it isn't called bent glass. It's called a lens. Still, you have to feel sorry for that girl. I guess she won't be around for much longer. What? She won't? What are you talking about? Don't you know anything? That girl was able to use magic, and that means she must be sick with some kind of incurable illness. That's how it works. Basically, magic is a side effect of her disease. And it's always fatal? That's right, yeah. Only people who are gonna die soon are able to use magic like that. Oh, I didn't know that. Well, I guess being able to use magic isn't that great after all. No, it's not. You can't use magic powers unless you're really sick. This world's pretty messed up. I get it. That's why no one in town wanted to get near her yesterday. They didn't want to catch her illness, too. Yeah, that's right. But the disease isn't actually contagious. That's just a rumor somebody started. A rumor? Yeah, it's weird. Most of the time, people don't really trust each other. But when it comes to something that they think might hurt them, they'll believe just about anything they hear. And they'll ignore almost anything else that doesn't help them directly. As long as they have food on their table, they don't care if other people out there are starving. And that's why we steal bread to bring them, right? Okay, Beat. We leave first thing in the morning. What? Thank you.
excited about tomorrow to fall asleep. And besides, it's way too early to go to bed anyway. Oh well. I guess I'll go out and look at the stars or something. I don't see many stars out in the sky tonight. I guess all the bright lights from the city make it hard to see them. Olga, there you are. I was wondering where you went when I didn't see you in your room. Retardando certainly is beautiful at night. Do you think so? Somehow, when I think back on it, I get the feeling it was much more beautiful when I was a little girl. Yes, well, things always seem nicer in our memories. It's still just as beautiful. You'll have bad dreams if you stay up too late. Come on, let's get some sleep. Is Retardando really the same as it's always been? Really? Eterne Sonata. Damit haben wir jetzt, sagen wir mal, das Intro des Spiels abgedeckt. No, it's not. This place used to be much more beautiful. You have a heart that sees the world with open eyes, don't you? Who are you? And what are you doing out here this late at night? Everything in the world slowly fades with time. It is very difficult to remain still and keep things exactly as they are in just one particular moment. But because everything shifts only a little bit at a time, no one really notices the change. The things that Frederick is seeing, is it all really just a dream? The difference between dreams and reality may very well just be relative. Oh, and what makes you say that? Well, I don't know. I guess it just came into my mind when I was watching Frederick's face while he was sleeping. That may be more true than we know. Perhaps what Mr. Chopin is experiencing is not a dream. Only the individual can determine what is a dream and what is reality. Just because his eyes are closed, that does not necessarily mean he is dreaming. However, if he comes to think that the world he's in on the other side is the true reality, then... Then, it's possible he may never return to our reality.
Wow! So you can use magic powers too, Frederick? Oh, but then that must mean you're like me. And that you're gonna die soon too. Yes, you're right. I'm afraid that may very well be true. So, what kind of magic can you use? Well, essentially any and all kinds of magic. After all, this whole world is in my dream. You're a strange man, Frederick. No, it's true. Everything around us is all a part of my dream. Even you are just a product of my imagination. Okay then. If what you say is true, can you tell what I'm thinking about right now? If we really are inside your dream, then reading my mind should be easy for you. Of course it is. You were thinking that you don't want to use your magical abilities in front of other people anymore. Am I correct? I don't blame you for feeling that way. No one likes to be hurt. Frederick, there's something I'd really like to show you, but it's in the forest. Would you come with me? Huh? You want me to go with you to the forest? You mean right now? Yes, because it can only be seen at night. Und da ist mein Controller ausgegangen. Wie unromantisch. So. Ah, was für eine herrliche Brise. So, können wir... Ah, da haben wir einen, meinen Lieblingscharakter. Frédéric Chopin. Haben wir für dich denn irgendwas? Nein. Nee, auch nicht. Herrenmantel. Kiefern-Taktstock. Naja. Dann wollen wir mal los mit der kleinen Polka über die Wiese spazieren. Was ist denn da? Da ist irgendwas. Ich sehe es doch. Hallo. Welche Blumen würde hier wohl am besten stehen? Achso, das Pferd. Stimmt, das Pferd hieß so. Hier ist auch nichts mehr. Das haben wir ja schon abgegrast. Würde ich sagen. Da ist das Pferd wieder. Hallo. Ach, dann halt nicht. Du bist ja immer noch da. Nanu, guten Abend, Volker. Ich schaue mir jeden Abend den Mond an. Wenn ich die Sterne sehen kann, scheint am nächsten Tag die Sonne. Wenn ich sie nicht sehe, gibt es Regen. Na dann. Maja, macht Sinn, wenn es bewölkt ist. Na egal. Wir speichern... Obwohl, nee, wir speichern jetzt noch nicht. Wir sind ja keine Pussys. Was machst du denn da? Guten Abend, Volker. Möchtest du auch was? Eine Tasse Blütentee... Und der Nacht und passen wunderbar zusammen. Nee, danke. Gut. Das sind eine Art Lampen. Oh. Immer noch bei der Arbeit, sogar nachts. Na dann. Gut, es quietscht ab und zu. Aber wir machen uns auf in den Wald. In den Forest. Gerade haben wir Robin Hood gespielt, der das Brot den Reichen genommen hat und einen Arm verteilt. Und jetzt sind wir in dem Himmelsspiegelwald. Warum der so heißt, werden wir noch sehen. Jetzt tapseln wir erstmal mit Polka hier rum. Und werden wahrscheinlich ordentlich die Hucke vollkriegen. Wir versuchen es einfach mal. I am not gonna lose this battle. Ich werde Polka wahrscheinlich einfach nur
warum hat er sich denn jetzt... Hugh Grave. Okay, er muss näher ran. Haben wir jetzt gerade festgestellt. Ach ja, das läuft so gut. Gott. Orange Glow. Und nochmal. Sacred Signature. Hugh Grave. Immerhin. Das ist alles gar nicht mal so gut. Orange Glow. Immer schön heilen. Orange Glow. Hugh Grave. Halt immer den Schwächsten. Orange Glow. So wie es aussieht. Oh Gott. Sacred Signature. Oh, er kann auch heilen. Sacred Signature. Sacred Signature. Das ist ungünstig. Na, wir verhauen ihn jetzt. Gut. Alter Schwede, das war jetzt der erste Kampf und alter Schwede, wir müssen hier ordentlich leveln, damit wir das hier überstehen. Das ist ja pornös. Gut, dass wir hier mit Ette und Dings einiges an Plätzchen gesammelt haben. Also das Spiel ist auf jeden Fall eindeutig schwerer. Beim ersten Mal durchspielen habe ich mich teilweise sogar etwas gelangweilt. Naja, ich werde leveln. Wir sehen uns gleich wieder.